Also Travigor hat schon mal gehört von einem Inquisitor oder einem Großinquisitor, aber der müsste ja schon uralt sein. Der muss schon alt gewesen sein, bevor die Borbarad-Krise richtig losging. Und bevor sie richtig losging, war er in der Schlichtung in der Nähe von Balliho beteiligt, und er war derjenige, der entgegen dem, was der Orden vom Bannstrahl wollte, Zeichen Sieben nach Dragenfeld geschickt hat. Und später war er derjenige, der als einziger, fast als einziger, den Gezeichneten geholfen hat, die Vampire zu bekämpfen. Und noch später war er derjenige, der als einziger furchtlos Borbarad selbst entgegengetreten ist. Dann ist er für viele Jahrzehnte verschwunden. Aber er hat jedenfalls diesen Zettel Itilio zurückgegeben. Er nickt euch einmal zu, und dann geht er langsam gemessenen Schrittes aus diesem Seminarraum hinaus. Und als er dann nach rechts abbiegt, draußen aufs Gelände, hört ihr auf dem Korridor, den er gerade betreten hat, hinter ihm her ungefähr 20 Paar schwere Stiefel ihm hinterherstapfen. Ich kenne auch den Namen, oder? Er geht jetzt den Boden des Lichts verhaften. Ja, der Name steht hier. Ich glaube, das war Subaran Armando Kondadavanya. Wenn mich nicht alles täuscht. Der Großinquisitor. Der Davanya? Sie ihm guckt fragend. Eben jener. Geht ihn mit 20 Bannstrahlern hinter sich einmal quer durch die Menschenmenge vor dem Tempel der Sonne laufen. Die Menge teilt sich vor ihm wie das Wasser vor dem Propheten, während er die Treppen zum Tempel selbst hinaufgeht. Ihrer Steinhauer sammelt ihre Unterlagen zusammen und nickt euch einmal zu. Ihr seid entlassen, um euren Pflichten weiter nachzugehen. Das haben wir gerade getan. Ich hoffe, wir haben nicht für zu viel Aufruhr gesorgt. Das widerstrebt mir als Travia gefälliger Mann, aber die Wahrheit muss ans Licht, so schlimm die Wahrheit auch ist, richtig? Hab Dank. Zumindest wissen wir, welcher Spur wir noch nachgehen müssen. Ihr kommt zum toten Briefkasten und ihr macht ihn ausfindig. Und in diesem toten Briefkasten findet ihr einige Zettel, die dort liegen. Ich möchte ja. darauf achten, dass Madame Carfink nicht in Sichtweite ist, irgendwo. Jawohl, Kasim guckt sich da auch extra um. Ja. Ihr könnt Madame Carfink nirgendwo sehen. Sinnenschärfeprobe vielleicht, um das nochmal sicherzustellen. Und dann deckt euch jetzt den Inhalt des toten Briefkastens dort auf. An einem anderen Ort sind vier der Helden am Pilgerplatz angekommen. Als sie den Pilgerplatz betreten, der voll ist von Pilgern, die momentan wegen dem Kongress des Lichts in Gareth weilen. Also ihr seht sicherlich 100 Akoluten und Priester der Priorskirche, die auf dem Platz, auf den kleinen Ständen und so weiter sich befinden. Und am Kopfende des Pilgerplatzes seht ihr ein Haus mit einer großen Messingsonne, die aber, also Messing und ja, es ist verwittert, es sieht fast aus wie eine schwarze Sonne, die dort an diesem einen Haus hängt. Ihr dieses eine Haus anschaut, da seht ihr, dass ein einzelner strammer Dobermann vor der Tür dieses Hauses sitzt und euch aus roten Augen anblickt. Also, Meister Brenn, ihr hattet nach dieser Frau gefragt und dem Hund. Und also, das ist das, was ich euch sagen kann. Die ist ab und zu mal hier und geht dann immer in dieses Haus rein. Und der Hund gehört eben zu ihr. Das ist doch die Frage, die ihr gehabt hattet, oder? Ihr wolltet doch wissen, wo man die Frau sehen kann. Da kommt sie her, und sie geht auch ab und zu mal in andere Richtungen. Wem gehört denn das Haus? Also, das ist schon. Das wurde jetzt vor kurzem erst wieder, ich sag mal, sowas wie renoviert. Das war jetzt lange, lange leer, und die Fensterläden waren verriegelt und sowas, ne? Sodass da nicht mal Licht durch die Ritzen gekommen ist. Aber das wurde jetzt zum Seminar hin, wurde das jetzt wieder aufgemacht. Und ich weiß jetzt nicht, wo die ganzen Leute herkommen, aber das hat wohl irgendwas mit ihr zu tun. Also ich glaube, das Haus gehört ihr. Das ist die Frau Karfek. Ah ja. Da ist dieser Hund. Er ist irgendwie gruselig. Man will mal so bis auf so irgendwie 5 Meter, also nur noch 5 Meter Abstand zu dem Hund, will man mal an den Ja, Hund ran und sich den an. Bekomme ich jetzt mein Silberstück für die Führung, oder? Ihr hattet doch gesagt, ich Ja. bekomme Silber, wenn ich euch führe. Natürlich, Roger, zahl den Mann aus. Ich heiße Ronga und ja, Entschuldigung. hier, ne? Ganzen Silber hast du ihm versprochen. Ach, bezahlt ja sowieso Travigor. Hier, nimm. Danke, das ist sehr nett.
Mehr kann ich euch nicht sagen, also das ist halt das, was ihr wissen wolltet. Scheiße. Seht ihr diesen Hund da drüben? Warum habe ich Travigor nur meine Waffe mitgeben? Dann werfe mal den Kopf. Ich werfe mal den Kopf nach links und rechts. Ich hier irgendwo einen Söldner. Du hast auch Ronga mit seiner Waffe gesehen, hat ein langes Schwert, einen anderthalb Händer. Ja, ich nehme jetzt meine Kette. Irgendwo ein Söldner, der eben zufällig ein eben solches Schwert führt. Was? Ich glaube, du bist gerade bei mir kurz einfach ausgetan. Okay, dann nochmal. Ich schaue mich um und gucke, ob ich hier irgendwo einen Söldling oder Söldner finde, der zufällig einen anderen Halbhänder führt. Ja, also du blickst dich um. Der Platz ist voll, vor allem Novizen, aber auch du findest ein paar Söldner. Also nicht viele, aber auch den einen oder anderen mit einem anderen Halbhänder. Ja, dann marschiere ich auf ihn zu. Hey, du da. Ja, Bürschchen, was willst du? Ich brauche deine Waffe. Willst du mich verarschen? Ich geb dir hier Beutel, da sollten so gut 30 Goldstücke drin sein. 30 Dukaten? Ja. Du hast doch irgendwas im Schilde. Ist es mir ernst, ich brauche deine Waffe. Okay, dann er hält seine Hand auf. Erst das Gold. Ja, ich werfe ihm den klimpernden Beutel zu. Ja, macht auf, zählt nach. Ist dein Ernst, ja? Na gut, hier. Ja, ist mein Ernst. Also, ich hab da drüben gibt's einen Schmied, zwei Straßen weiter, da hättest du ja auch eine Waffe für 5 Dukaten kaufen können. Mir soll's egal sein, mach ich das halt. Ich habe nicht die Zeit, jetzt 2 Straßen weiter zu gehen. Oho, der Herr Adlige wieder. Ach, hör mir auf. Ich schau mir das Schwert an, zieh es einmal aus der Scheide heraus, sofern er es mir mit Scheide gegeben hat. Und wenn es zu meiner Zufriedenheit ist, nicke ich ab, schaue ihn nochmal eindringlich in die Augen und dann marschiere ich jetzt mit der neuen Waffe durch die Menschenmenge durch, dort wo die anderen zuletzt waren. Gut, ich bin bereit. Zaron, könnt ihr dem Hund einfach sagen, dass er, ihr habt ja ihr seid ja schon ganz gut mit Hunden, könnt ihr ihm einfach mal vielleicht streicheln und so, dass er uns durchlässt? Ich glaube nicht, dass das bei diesem Hund funktioniert. Habt ihr gesehen, was vorhin mit dem Fell passiert ist, als ich es berührt habe? Bevor du dich nähern willst oder so, ich nehme jetzt meine Kette ab, so einfach nur so ein Lederbändchen, an dessen Ende ein Prisma hängt, voll aus irgendeinem Edelgestein. Das sollte dich beschützen. Und du hast ja deine Waffe, und schaut mal zu, Ronga. Ich hab meine Waffe. Ja, dann behaltet mal euren Schutz für euch, das schafft ihr schon. Mich schützt die Göttin, aber das könnte auch dich schützen. Man klopft sich links und rechts auf die Streitäxte. Ja, ich habe auch Waffen. Gut. Nun gut, versuchen wir es uns doch so anzunähern. Ich gehe vor, bleibt hinter mir. Also hat Ronga jetzt schon die Waffe gezogen oder noch nicht? Wenn ich Scheide dazu habe, dann muss ich sie ja zwangsläufig halten. Ja, der hat dir auch mit Scheide hat er dir rübergereicht. Okay, ja, dann ist das am Waffengurt befestigt. So viel Zeit hat er sich genommen und hält aber dennoch seine rechte Hand drauf, so dass er die jederzeit ziehen könnte. Falk hat derweil einen Wurfsch in der Hand. Gut, ich gehe vor, bleibt hinter mir, haltet die Augen auf. Was wollt ihr jetzt machen? Ich marschiere da jetzt rein. Aber der Hund steht doch davor. Seht ihr den nicht? Der steht da. Direkt vor der Tür oder neben der Tür? Also die Türen sind geschlossen. Du weißt nicht, ob sie verschlossen ist. Das Haus an sich wirkt sehr abweisend. Du siehst ja jetzt nicht, dass hier jemand rein und raus läuft die ganze Zeit. Auch wenn hier viel auf dem Platz los ist und die wohl irgendwie dazugehören. Und der Hund sitzt halb davor. Also man müsste den beiseite schieben oder zumindest... Er ist in Schnappreichweite. Wir können ja mal was versuchen. Ich würde mich dann direkt hinter Ronga mit ihm fortbewegen. Und wenn wir in Reichweite sind, würde ich versuchen, den Hund mit meinem Prisma zu bewerfen. Zu bewerfen? Ja. Dann gib mir mal eine Fernkampfprobe. Also irgendwie werfen, wenn du irgendwie was anderes hast zum Ableiten. Wurfmesser geht auch aus dem, ne? Ja, Wurfmesser würde ich auch zulassen, wenn du das machen möchtest, sonst Fernkampfbasis.
Ja, das ist dasselbe Wert. Ja, eins daneben. Ja, du wirfst und kannst wohl sehen, wie sich dann die Schnur neben der Türklinke verhakt und verheddert. Und der Hund knurrt dich jetzt an. Sieht von einer merkwürdigen Intelligenz beseelt dich sehr böse an und kommt dann langsam auf dich zugeschritten. Prinzip deine Streitaxt. Das war wohl nicht. Ich mach einen Schritt zur Seite, sodass ich vor Zaron stehe und ziehe jetzt das Schwert raus. Na gut, dann war's das mit dem Köter. Hey, warum wollt ihr denn? Was tut ihr denn da? Steckt eure Waffen wieder weg. Das ist ein Pilgerplatz. Ja, der Hund, der bellt hier. Der sieht gefährlich aus. Der Hund kommt mir zu nahe. Der tut doch hier nichts. Auch wenn das ein Bluthund ist. Anfallen. Was? Ja, dabei bildet sich tatsächlich so eine kleine Traube um euch. Die Menschen weichen zurück, sodass ihr jetzt, trotz der Menge der Personen, die hier sind, steht ihr direkt im Fokus eines kleinen Kreises und der Hund schreitet weiter langsam auf euch zu. Ihr könnt dann wohl sehen, wie er sich plötzlich hinsetzt und seinen Kopf hängen lässt und leise so anfängt zu winseln, so als hätte er Angst vor euch. Was redet ihr denn da? Er will den Zargeweihten nicht angreifen. Gut, dann steckt man die Waffe wieder ein und geht Richtung Tür, um das Prisma loszumachen, was sich da verheddert hat. Du hörst wieder ein leises Knurren, als du an ihm vorbeigehst. Ja, ich lasse das jetzt zu. Ich grinse den Hund an und zwinker ihm einmal zu, ganz fächsisch und arrogant. Währenddessen ich einfach zu dem Zar-Pendel gehe, beziehungsweise zu der Sachbob Zargeweihten. Ja, kannst du es abziehen. Ihr habt euer Pendel wohl verheddert, euer Zargeweihter, sage ich ganz offen und laut. Ja, würdet ihr es mir bitte rüberwerfen? Natürlich, ich hole es euch. Ja, von der diebischen Intelligenz beseelt, kannst du es abziehen und dem Zargeweihten sein eigenes Pendel wiedergeben oder dieses Prisma. Dabei hat man natürlich aus Versehen beim Losmachen die Klinke runtergedrückt. Ja, die Tür geht auf, ist nicht verschlossen. Ja, wenn die Tür so ein Spalt aufgeht, das ignoriert man einfach und dann geht man wieder zurück zum Zargeweihten. Man wollte immer nur sein Pendel holen. Aber die Tür ist nicht, hat die Tür nicht wieder die Anschein gemacht, es zu schließen. Daran hat dieses Amulett die Möglichkeit, die wahre Natur des Hunds aufzudecken. Ja, während Brin auch mit dem Prisma in der Hand so ein bisschen rumspielt und dabei wieder auf den Zargeweihten zugeht, kannst du doch sehen, wie ein Lichtschein durch das Prisma fällt, aufgespalten die Regenbogenfarben und wohl eine der verschiedenen Farbteile fällt wohl auf den Hund, der dann so ein bisschen leise aufquiekt und dann durch die geöffnete Tür ins Innere des Hauses geht. Jetzt, wo Brin die Tür offen gelassen hat, verzieht er sich wohl nach drin. In den Schatten. Man schaut mal Zaron und sagt mal, ich habe da glaube ich gerade jemand drin schreien gehört. Ich glaube, da braucht jemand Hilfe. Hat jemand die Wache gesehen? Da drin hat jemand geschrien. Ich glaube, da braucht jemand Hilfe. Was? Seid ihr euch sicher? Ja, ich habe es genau gehört, als ich gerade aus Versehen sozusagen das Prisma von euer Gnaden Zaron hier befreit habe. Lass mich das machen. Ihr könnt sehen, wie der Soldner nach vorne stürzt. Ah, verdammt, ich habe meine Sachen. Mann, gebt mir die Waffe wieder. Was? Nein, ich kümmere mich darum. Keine Sorge. Brin? Und euer Gnaden, falls ihr irgendwer Hilfe braucht, seid ihr am besten auch dabei. Ich glaube, da braucht jemand Hilfe, wie gesagt. Würfel wir mal auf überzeugen. Brin. Und ihr geht am besten die Wache holen. Ist es ohne überreden? Waffe könnt ihr sonst nichts helfen. Ja, überreden, na gut. Kurzfristige Aktion. Ist ja eine Lüge. Für Prius. Ja, du kannst sehen, wie so zwei, drei Novizen, Prius-Novizen, dann auch, sind vielleicht 16, 17 Jahre alt, treten dann auch nach vorne, haben so Kurzschwerter in Hand. Sollen wir euch begleiten? Das wäre sehr lieb von euch, denn wenn da jemand um Hilfe braucht, ne, ich bin zwar kein Arzt, aber hier, der geweihte Zaron kennt sich ein wenig mit der Wundversorgung aus. Wir gehen da rein und helfen natürlich. Desto mehr, desto besser. Okay. Und so könnt ihr zu viert mit den drei Novizen im Schlepptau das Haus der schwarzen Sonne betreten. Ja, ihr könnt erkennen... Ich glaube, es kam von unten. Vielleicht jemand die Kellertreppe oder so runtergestürzt. Ich bin mir nicht ganz sicher, es klang so. Das Haus selber ist ziemlich staubig, auch wenn eine ganze Menge an Fußspuren zu erkennen sind. Auch die von dem Hund. Und du kannst auch erkennen, wie da wohl eine Kellertreppe nach unten führt. Man hält vor allen Dingen Ausschau nach möglicherweise einem Hund.
Die Spuren führen zumindest nach unten. Und während du das Haus betrittst, das hast du eben natürlich nur gelogen, tatsächlich kannst du jetzt ein leichtes, gequältes Stöhnen von unten hören. Da wird tatsächlich jemand gefoltert. Hört ihr das auch? Ich glaube, da hat sich jemand verletzt. Ich glaube, da liegt jemand mit gebrochenem Bein im Keller. Da müssen wir helfen. Aber leise. Wir wollen dir doch nicht erschrecken. Ja. Aber Paios ist mit uns. Wir können alles schaffen mit ihm an unserer Seite. Der Herr Jungs, mit uns. Ihr habt natürlich recht, aber lasst mich doch lieber vorgehen. Und ja, geht ihr mal vor, ihr seid ein großer Krieger und ne? Falls, ja, genau. Wenn ihr wollt, können die anderen drei Novizen von euch gespielt werden. Passt doch ganz gut. Ein würdiger Ersatz für unsere fehlenden Helden. Ich mache hier den Zuschauer fürs Endspiel. Wir brauchen da Novizen. Schauen wir mal. Du kannst übrigens vergessen, dass ich dir jemals wieder meine Waffe in die Hand drücke, Traviger. Ja, das war grausam. Warum hast du das eigentlich gemacht? Ja, der sollte nicht weinen. Warum gibt ein Kämpfercharakter seine Waffe raus? Ja, ich wollte sie ja weinen. Nee, aber warum gibt ein Kämpfercharakter wie Ronga überhaupt seine Waffe raus? Welche Intelligenz bist du? Jetzt wird das nie wieder tun. Weil es, erstens, ich habe eine Intelligenz von 11 und zweitens, wenn es gegen Dämonen gibt, das habe ich gelernt, braucht man eine geweihte Waffe. Jetzt habe ich eine Waffe, die 4 TP weniger macht und nicht mehr geweiht ist. Das Schlechteste aus beiden Welten. Du solltest dir vielleicht überlegen, ob du den Meister vielleicht bitten darfst, für ein paar Erfahrungspunkte deine Intelligenz zu senken. ihr habt übrigens gerade hart alle angelogen, unter anderem die Pilger, also die Waffen hätten eh ihre Weihe verloren. Ja. Was? Ich hätte meine Waffe doch niemals weihen lassen, bist du des Wahnsinns? Gut, dass wir uns alle einig sind, dass Zar keine Waffe hat. Okay, dann sind wir alle connected auf der nächsten Karte, ihr könnt die auch sehen. Was können denn unsere Novizen? Sagen wir mal, die haben die gleichen Werte wie hier. Außer, dass sie natürlich keine Magie können. Ja, machen wir so. Die gleichen Werte von euch. Geil. Und sind dann eben schlicht profan. Ihr kennt das 3. Ihr könnt die Treppe langsam nach unten schreiten und erblickt dann neben der ein oder anderen Reliquie, die sich unten in Truhen befindet oder eben vor Truhen abgestellt, einige Statuen. Und wenn ihr dann langsam und vorsichtig die Treppe nach unten kommt, erblickt ihr dort so etwas wie ein Opferritual. In der Mitte eines 7-Kreises liegt eine Person gefesselt, geknebelt, blutend an verschiedenen Stellen. Verschiedene Säuren oder generell irgendwelche Flüssigkeiten, die wohl auf ihm getropft worden sind. Vielleicht auch kochender Geifer oder so etwas. Die Fingernägel wohl auch rausgezogen und nicht nur die Person könnt ihr erkennen und diesen 7-Kreis, sondern auch eine Gruppe von Kultisten, die sich darum versammelt hat. Und sie scheinen euch zu erwarten, denn direkt neben den Kultisten könnt ihr auch den Hund erblicken, der mit seiner merkwürdigen dämonischen Intelligenz zu euch rüberblickt. Ich halte meinen anderthalb Händer jetzt nur mit der linken Hand und ziehe mal langsam einen Wurfspeer vorm Rücken. Ja, Brynn bleibt sofort stehen und castet einen Acceleratus auf sich. Sobald jetzt die Leute da sieht. Dann gehen wir in die erste Kampfrunde. Wir würfeln alle Initiative und dann geht's los. Könnt eure Initiative vor euren Namen schreiben, dann werdet ihr gut angeordnet. Also sollen wir jetzt mitspielen, mehr oder weniger? Ja, genau, ihr nehmt einfach eure ganz normalen Werte, die ihr von eurem Charakter habt und könnt dann mit eurem Kampfnovizen reinstürmen. Das ist der krasseste Novize aller Zeiten. Das ist in Ordnung, haben wir 5000 AP-Novize. Alles in Kampf. Ich bin der Kartoffel-Novize. Kronox, Ethelio und Falk fehlen noch. Was hat Falk für die Initiative? 14. Dann schreib mal bitte die 14 vor deinen Namen beim Leerzeichen. Und
Kronox kann seine 13 davor schreiben. Etilio? Hallo, ich versuche gerade in einem anderen Privatchat zu würfeln. Das macht natürlich Sinn. Gut. Dann schaue ich mal, welche Initiative die Verblendeten haben. Kampf. Initiative 11, 17. Dann beginnen wir von unten nach oben. Kronox, erste Aktion. Was ist der Plan hier? Und ich laufe schon mal ein bisschen vor. Ja. Welcher bin ich? Du suchst dir einen beliebigen Novizen aus. Gut, dann bewegst du dich. Eine Aktion, noch eine zweite? Nee, ich würde erstmal da bleiben. Alles klar, nächste Aktion, nächste Initiativreihenfolge. Falk, was tust du? Endlich neben den Novizen stürzen, um eine bessere Blick zu kriegen. Noch eine Aktion? Ausweichen. Ausweichen, das heißt, du wartest und würdest darauf hoffen, dass du angegriffen wirst. Zaron, 15. Gibt es irgendwo ein Fenster oder ähnliches? Kommt hier Licht herein? Nein, ihr seid im Keller. Ah. Aber es gibt eine Fackel, die dort am Boden liegt. Die hilft mir leider nicht. Ich falle auf die Knie und setze zum Gebet zu Zaron. Alles klar, dann Schutzsegen sprechen. Der nächste Novize. 15. Janos, das bist du. Jawohl, der Novize läuft nach hier. Das ist Novize kein. Oh, Entschuldigung. Ah, perfekt. Der läuft nach hier und orientiert sich. Okay, mehr Initiative. Ronga, 18. Ja, ich mache es unseren Novizen gleich. Und zwar den hier. Ich laufe. Meinen Token loslassen. Sorry. So, ich komme ebenfalls an eine an seine Seite. Und orientiere mich ebenfalls. Okay, dann. Ich hatte eben schon einmal die Novizen, die Pilger vom Haus der Schwarzen Sonne das erste Mal gezogen. Sie bewegen sich auch eine zweite Aktion. Jeweils darf auf ich euch auch zu. Noch bewegen? Frage für einen Freund. Ja, selbstverständlich. Ich bin gerade auf der 17. Und der Bluthund wird euch ebenso, wird die Pilger ebenso begleiten. Einer bleibt stehen an dem Kreis und passt auf, dass der nicht verwischt wird. Der gequälte Goswin bleibt weiter liegen. Dann nach der 17 machen wir weiter mit Novizen Kain. Yay. Warum sind alle nur so ein paar Schritte gelaufen? Der nächste, bitte. Okay. Zwei Aktionen Acceleratus zaubern. Zwei Aktionen Acceleratus, dann kannst du deine neue Initiative reinschreiben. Dann muss der Zauber gelingen, gib mir eine Sekunde. Ja, klar, Entschuldigung. Dann sollten alle gehandelt haben.